Freunde, willkommen zu diesem neuen Daily Vlog. Ich hoffe, wie immer, es geht euch gut. Ja, oben noch um 3 Schichten. Unten noch um 2 Schichten. Die Schneehose ist wieder am Start. Es ist, glaube ich, ziemlich kalt draußen, also werde ich die auch brauchen. Und ja, ich fahre gleich los zur Frühschicht und nehme euch wie immer so gut es geht mit durch meinen Tag. Also, bis gleich. So, Freunde, ich weiß nicht, ob man es mal sieht, aber ich bin komplett im Eimer. Ich habe keine Energie mehr. Aber naja, ich ziehe mir jetzt eine Tafel Schokolade rein und danach eine Pizza und dann gucke ich mal, ob es mir besser geht. Puh, bis gleich. Übrigens gibt es gute News. Ein Arbeitskollege von mir verkauft mir seine Softbox mit richtig krassem Licht. Und genau, die kriege ich vielleicht morgen. Mal schauen. Es gibt jetzt einen Streik von den Lokführern, den Landwirten und den Fernverkehrsfahrern im LKW-Business. Und ja, die wollen anscheinend morgen, wenn ich das richtig verstanden habe, alle Straßen sperren und dadurch auf ihre Situation aufmerksam machen. Also, Problem ist, wenn die Straßen nicht sperren, können die ganzen Leute, die von außerhalb kommen, nicht vernünftig zur Arbeit fahren und ja. Ich und ein anderer Arbeitskollege sind die Leidtragenden, weil wir beide eine Personalwohnung haben in dem Kaff, wo halt auch unsere Firma ist. Aber naja, muss man wohl durch. So, Freunde. Ich werde jetzt nur noch den Vlog schneiden und mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Bin mal gespannt auf morgen. Diese Streikgeschichte von der DB, beziehungsweise der Gewerkschaft der Lokführer und den Landwirten, macht mich ein bisschen zu schaffen, weil vielleicht, wenn es schlecht läuft, kommen voll viele Kollegen morgen nicht zur Arbeit. Aber schauen wir mal, was wird. Man muss das Beste draus machen. Und genau. Ich habe zwar keine Lust, weil ich einer von wenigen bin, der morgen zu 100% arbeiten kann. Also wenn keiner zur Arbeit kommen kann, bleibt alles an mir hängen. Aber naja, muss man durch. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es immer mit einem Like auf das Video. Würde mich sehr freuen und unterstützen. Und in diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, ciao, ciao und bis morgen.